Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von der Golddigger Challenge mit mir, Nessie. Und im letzten Part ist unser lieber Julius leider von uns gegangen. Der ist einfach gestorben, ja. Der ist. Nayas Techtel-Mechtel-Technik wurde anscheinend zu gut von dem alten Opa und er hat es nicht hinbekommen. Und wir gehen jetzt aber auch gleich dafür. Damit ich es nicht vergesse, wie bei Julius, ein Bild von unserem neuen Ehemann machen. Jimin, jetzt auch gut. Der wird heute höchstwahrscheinlich auch sterben, ja. Da bin ich mit euch ärgerlich. Ignorieren. Wir haben ihn zwar erst am gleichen Tag geheiratet, aber der könnte auch heute oder morgen sterben. Wir machen aber erstmal ein Foto von ihm. Wie gesagt, von Julius habe ich leider vergessen. Was ist jetzt los? Abschreiben, Wahrheit sagen. Wahrheit sagen. So. Wunderbar, siehst du aus, mein Freund. Wunderbar, muss ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Diesen Part werden wir wahrscheinlich auch nochmal zum... Casting gehen. Und was ich möchte ist, dass sie... Naja... Ruhig, genau. Dass sie endlich wieder mal ein Video macht, weil das haben wir lange nicht mehr gemacht. Trends untersuchen erstmal. Und Jim, kommt mal hier in diesen Raum, der aus dem Nichts auf einmal hier ist und wird ein paar Sachen anzünden. Belebender Zimt. Come on, Alter, was ist mit den Sims jetzt? Es regnet und das Spiel kommt damit nicht klar. Anzünden hier nochmal vielleicht. Sanftes Salbei. Es sieht auch gar nicht gruselig aus, ist dieser Ort, ne? Will ich nur mal so sagen. Und da schließen wir auch aus irgendeinem Grund wird auch diese. Tür aus dem Nichts abgeschlossen und hier, warum, achso, ist das kein, ich dachte, das wäre auch ein Ding. Okay, wir haben nur einen von diesen Teilen und Naya hat auch natürlich aus irgendeinem Grund noch Feuerwerk in ihrem Inventar, und das kriegt natürlich Jimin in seine Hände, wieso auch immer, und wird das anzünden. Das kann der auch anzünden, weil warum denn nicht? Du, mein Schatz, kannst, weil ich möchte, dass sie heute hier auf Kommentar antworten, da du sie lange nicht gesehen hast, nächstes Video hypen und dann Video aufnehmen. Liebestipps. Ja, anzünden, let's go. Weil es ist ja überhaupt nicht gefährlich, es drinnen anzuzünden. Hä, warum geht das nicht? Was stand da? Hat jetzt 150 neue Followers bekommen. Okay, alles klar. Hä, dann zünd es hier an. Leute, das ist doch ein Witz. Kannst du das hier nochmal anzünden? Okay, ich mach das mal vielleicht ins Eck. Hier. Und jetzt kriegst du es vielleicht hin. Okay, dann löscht das nochmal. Ah, ich weiß, was wir noch hier rein machen können. Und das kannst du nochmal anzünden. Okay. Wir machen hier diese... Wie heißt das? Wir machen es nochmal größer erstmal. So. Unten Ofer... Ah, ich weiß, was wir alles noch reinbringen können. Okay. Weil es ist ja komplett normal, dass man, wenn man einfach in einem komischen Zimmer ist, dass sich Sachen einfach größer machen und kleiner und was auch immer. Wir machen erstmal einen abgeranzten Herd dahin. Achso, hier.
So. Rein mit der Sache. Rein mit der. Und wir müssen unbedingt Dings löschen. Feuermelder. Weil ich glaube, wir haben einen und das wäre genau hier Feuermelder. Das hier löschen und irgendwo haben wir noch so ein anderes Teil, dieses fürs Wasser. Das müssen wir auch unbedingt löschen. Das darf hier. So. Man muss einfach halt jetzt vorsichtiger sein, wenn man es so sehen möchte. Ich wollte noch was hinzufügen. Was denn? Es brennt! Es brennt! Oh mein Gott, ich bin so glücklich! Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Oh bitte. Feuer, ja. Ja, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Naja, dir geht's nicht gut, aber es ist nicht so wichtig. Es brennt. Bitte komm hier hin. Hier hingehen. Bitte, es muss weiter brennen, es muss weiter brennen. Ja, bringen wir wen auch immer du möchtest nach Hause. Es brennt. Come on. Ihr seht gar nicht, wie aufgeregt ich gerade bin. Es brennt einfach. Kannst du? Nee, wir wollen nichts löschen. Geh mal hier hin. Ja, da fängt es an, ein bisschen mehr zu brennen. Bitte fang an zu brennen. Der ist wirklich im Feuer. Und der brennt einfach nicht. Hallo? Kannst du brennen? Hier hingehen? Ja, er brennt, er brennt. Okay, er brennt. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Er brennt. Und das Spiel buggt gerade so unglaublich. Wartet. Jetzt geht doch. Er brennt. Bitte verbrenne. Oh mein Gott! Okay. Wir machen noch mal ein paar Screens. Es wurde heiß. Ja! Er verbrannt! Oh, ich freue mich so! Oh Gott, das hört sich böse an. Es hört sich sogar sehr böse an. Ist bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ja, naja, alles gut. Hast du dir in die Hose gemacht? Mädel, du musst. Oh, die Kuhpflanze ist gewachsen. Das heißt, wir können noch den letzten Ehemann holen. Ah, während eines Brandes kannst du nicht. Okay, alles klar. Er brennt. Oh. Nee, oder? Ach so, aufschließen. Okay. Ich dachte schon. Oh, das ist nicht mehr gut. Geh mal löschen. Geh mal bitte den Rest löschen, weil das ist nicht mehr so gut. Das ist brennt. Okay, ruf mal die Feuerwehr an. Feuerwehr anrufen. Und hier versuchen weiter zu löschen. Ach, echt? Naja, hat einen Brand entdeckt. Wirklich? Nee, oder? Das hätte ich mir nicht gedacht. Ja. Wo ist die Feuerwehr? Sie hat wirklich einen Brand entdeckt. Das ist ein Schock. Das hätte ich nicht erwartet. Wo ist die Feuerwehr? Da. Kommst du da? Weil es brennt immer noch. Löschen. Zwar regnet es, aber. Und wo ist der Grim Reaper? Hat der Mies keinen Bock oder was? Also. Echt? Er stirbt! Hätte ich mir nicht gedacht. Leute, ihr seid ja anders mal schlau. Sie muss zum Casting, ne? Oh. Warum? Also ich sehe ja hier verbrennt gerade einiges, ne? Aber warum verbrennt da? Also es brennt immer noch. Und es wäre blöd, wenn es. Oh, der Grim Reaper hat sich wieder verbuggt.
Ja? Kriegt ihr es hin oder ist es euch zu stressig hier, Herr Sensenmann? Naja, geh als erstes, was du dann später. Ah, du kannst ja nichts tun, weil es immer noch brennt. Ey, wenn. So. Reset Sim. Wie schreibt man seinen Namen? Jimin. Gut. Hä? Ja, gut. Dankeschön. Feuerwehr. Wenn die Feuerwehr wirklich gleich den ganzen Scheiß nicht zu Ende löscht, ne? Dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. So, das. Oh. Ja. Ich habe mich wieder gefragt, warum das die wieder so groß sind. Aber naja, eins sind wieder weniger, ne? Es brennt, Leute. Es brennt immer noch. Und mal wieder. Ich schwöre, die Feuerwehr in Sims 4 sollte echt repariert werden. Weil das ist mir. Ja, sie hat's bestanden. Juhu, wie schön. Geh das löschen. Ich cheat ganz kurz, dass du Energie hast, damit du mir ja nicht dabei ohnmächtig wirst, weil sonst kannst du ja nichts anderes tun. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Hallo, Feuerwehr! Lösch dich! Da, lösch sie! Lösch sie! Heiliger! Das ist ein Witz. Die Feuerwehr. Wie dreist! Wie dreist! Wir haben einfach nur 220 Simoleons bekommen dafür, dass ein Sim gestorben ist. Dafür, dass gefühlt jede einzelne Gardine in diesem Raum verbrannt ist. Dafür, dass Naya fast gestorben ist. Habe ich schon gesagt, dass ein Sim gestorben ist und ein anderer fast? Habe ich? Ich sag's nochmal. Ein anderer ist fast gestorben. Das ist echt krass. Die Sims sollten echt repariert werden, wenn es darum geht. Heiliger Bimbam. Boah, ich mach das echt schnell. Ich muss sagen, ich bin das richtig schockiert von mir selbst, dass ich so gut bin in diesem Spiel. Beziehungsweise in diesem Gameplay. Aber na gut, ich glaube, am Anfang habe ich es nicht so schnell gemacht. Und jetzt ist es einfach nur nervig, wie lange das dauert. Also, na gut. Jetzt die Frage, wie lange nehme ich schon auf? Wait. Nicht lang genug. Okay, das heißt, wir haben noch genug Zeit, um. Aua, meine Finger. Alles andere zu machen. Was mich sehr freut. So, komm her, mein Schatz. Du gehst erstmal schlafen. Ich geh alle schlafen. Alter, Izumi, mein Schatz, dir geht's ja gar nicht gut. Schaumbad nehmen, geh dann schlafen. Hier geht's auch nicht gut. Achso, stimmt. Kulanz ist schon. Und währenddessen hatte ja Yara noch einen Kumpel oder eine Freundin, keine Ahnung, habe ich gar nicht drauf geachtet bei sich. Ist normal bei uns, dass auf einmal solche Leute sterben und ja, und es ist so wichtig, dass er jetzt auf einmal wählerisch ist beim Essen. Das ist ja so unfassbar wichtig. Die ist so stolz auf sich, dass sie nicht gestorben ist, dass sie Feuer weggemacht hat, dass sie geheiratet hat und sich verlobt hat. Aber sie vergisst dabei komplett, dass. Was ist. Irgendwie dabei vergisst sie komplett, dass ihr Ehemann gestorben ist. Ah, und Nadine ist ja so toll. Ja, super. Super toll, genau. Yara, gehst du duschen oder gehst du nicht duschen? Weil, okay, ich kümmere mich einfach jetzt mal um die Sims, weil das wird lange dauern. So, es ist der nächste Morgen und ich ließ jetzt gerade schon ein bisschen, naja, Charisma üben. Ich hatte gerade geguckt, also ich habe gerade geguckt, in 2 Tagen hat Elliot Geburtstag. So, das heißt, wir würden es schaffen, noch einen Ehemann zu heiraten und vielleicht zu töten. Und somit würden wir dann auch die wichtigste für mich Aufgabe bei der Gold Digger Challenge beenden.
Achso, was ich sagen wollte, okay, läuft gerade weg, aber na gut, ist jetzt ist eh nicht so wichtig. Und da sie eh kokettes Gefühl erforschen soll, also sie soll Interaktion machen in der Romantik, wir können ja jetzt den letzten Ehemann aussuchen und mit ihm flirten und heiraten vielleicht jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher, aber wir könnten halt irgendwas einfach machen. Weil sie ist gerade sehr glücklich, hoffentlich bleibt das auch so. Aber wenn was, dann kaufe ich einfach einen Trank und dann geht es ihr besser. Und der letzte Film, also meiner Meinung, wir könnten ja diesen Markus holen. Den kennen wir ja schon ein bisschen. Markus war, glaube ich, hier. Nee, Markus war Famous Boy. War das Markus? Markus Pritz, genau. Der ist hier. Das ist nicht super. So, dann flirten wir mit ihm. Und nachdem Elliot dann zum Teenager wird, und nachdem der Ehemann stirbt, verlassen wir mit Naya das Haus und lassen die Mädels dort für einige Tage. Wir werden auch nicht wirklich Kontakt mit denen haben und lassen das Spiel auch dann entscheiden, wie alt, also nicht wie alt, welche Merkmale die kriegen. Und je nachdem, also nee, je nachdem, also ich werde dann mit Izumi weitermachen, ist klar. Aber dann werden wir mit der Golddigger Challenge fertig sein. Finde ich ziemlich cool. Auch wenn Naya jetzt noch nicht gestorben ist, aber ihr wisst, was ich meine, oder? So, wir sind jetzt angekommen und ich hoffe, Markus ist da. Ich hoffe, der ist da. Also, der wurde angezeigt, dass er da ist, aber wird es dieses Haus? Ja, ne? Weil, ja, hier müssten wir sonst noch reisen und das wollen wir nicht. So, naja, let's go, solange du noch glücklich bist. Ist der hier oben? Der ist hier oben, okay. Markus? Hi. Bewunderung ausdrücken? Anziehung andeuten? Achso, sie kann noch nicht mit ihm reden, weil sie ist ja noch nicht gut genug, wenn es um Berühmtheit geht. Macht auch Sinn, sie hat es irgendwie nicht hinbekommen. So, ein Autogramm. Haben wir von ihm eigentlich nicht ein Autogramm schon vor langer, langer Zeit bekommen? Ja. Signiert von Markus Pritz. Also ist ja richtig altes Ding. Kompliment über Aussehen machen. Freundlich. Romantik. Noch Anziehung andeuten? Nein, Markus, du bleibst bitte schön hier. Oh. Warum gehen die auch alle so komisch? Und bitte nochmal andeuten. Über was? Andeuten, dass sie überwertet ist? No, no, no. Lass mir lieber. Kannst du vielleicht auf seinen Computer auf Sinterdating gehen und mit ihm da labern? Ist das möglich? Kontakte knüpfen, Cinder-Chatraum. Das wäre so cool. Warte, mit die. Nee. Kennst, liebst, nein. Oh, okay, das sind ihre Mitarbeiter. Den Ender. Du kennst ihn ja schon, Sensenmann, genau. Okay, warum sind hier so viele ältere Leute? Okay, Phil, nein. Nee. Okay, funktioniert nicht. Das heißt, du musst immer noch weiter so machen. Wie ging das eigentlich? Ich kann mich gar nicht darum erinnern. So, hier nochmal weitermachen. Kommt im Autogramm nochmal bitten. Warum denn nicht? Dann kriegen wir einfach zwei von ihm. Zweideutigen Vorschlag machen. Alter, warum sind hier so viele Möbel? Okay. Es läuft aber gar nicht mal so schlecht. Anziehung andeuten. Das hat nicht so gut geklappt. Okay. Hände küssen. Na ja, uhuhu. Hast du eigentlich schon das nicht begonnen? Unga. Oh. Argus. Oh, das hat ihm gefallen.
Anbrüllen, nicht Kompliment über Aussehen nochmal vielleicht. Ja, du bist so heiß, da geht's nicht anders außer dich. Kannst du... Oh, erster Kuss? Ja. Oh, es ist so toll, wieder mal zu strugglen. Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, wie unangenehm! Bewunderung nochmal ausdrücken? Ich hoffe, der schämt sich jetzt nicht zu sehr, weil sonst ist das sehr problematisch. Hände nochmal küssen? Es läuft so Pi mal Daumen gut, aber Pi mal Daumen schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Nochmal Hände küssen? Der ist aber richtig unglücklich. Okay. Bitten, Freund zu sein? Klappt das? Es klappt! Aber es geht trotzdem auf ein Minus? Verstehe ich nicht. Hä? Okay, sie haben Gefühle erhalten. Ersten Kuss. Ja, jetzt kann ich normal wieder alles machen. Ja, jetzt läuft's normal. Und das hier? Zusammenwachsen durch gute Zeiten. Ja, es hat geklappt. Okay, alles klar. So und nicht anders, würde ich sagen. Knuddeln. Und das wäre genius. Das wär, mit ihm wären wir jetzt schwanger. Ja, Baby macht mit Markus. Ja, ist ja gut. Dir geht's nicht gut. Weil dann, wenn sie mit ihm ein Baby hat, dann hat sie noch ein Kind mit dem letzten Ehemann. Und so wird ein weiterer Grund sein, weshalb sie dann umziehen möchte. Weil in 2 Tagen wird sie natürlich nicht dingsen, da ist das, wird sie natürlich nicht ihr Baby kriegen. Aber so können wir ihn nochmal so ein bisschen mehr um den Finger wickeln, da er war, der war ja eben nicht so überzeugt von Naya. Das ist genius. Und ich weiß, eigentlich könnte ich noch, sollte ich weiter diese Dings, Hidden Child Challenge machen, die ich mitmachen wollte, aber irgendwie habe ich sie komplett aufgegeben. So. Der Geburtstag von Elliot Nard. Schon krass. So, Heiratsantrag machen. Ich habe das Gefühl, die Zeit geht aber hier in dem Dings auch noch ein bisschen langsamer. Oder ich bilde es mir nur ein, es ist auch möglich. Und sie ist schwanger. Oh mein Gott. Wir könnten mit ihm nochmal eine... Oh, ich weiß nicht, wollen wir nochmal warten und eine Hochzeit... Sie sagt schon... Oh, ich weiß nicht. Wir heiraten ihn sofort. Oh, ich habe eine bessere Idee. 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 Weil uns fehlt noch ein Sinn zu küssen, weil wir waren noch nicht auf dem Level hier vom Bestreben, als sie... also sie hatte schon einen Sinn, glaube ich, getötet. Ich glaube Max. Und da waren wir noch nicht auf dem Level. Und deswegen braucht sie ja noch eigentlich einen Partner. Und wir machen... Oh, ich habe eine Idee. Wir können es so machen, dass sie sich entscheidet, ich erzähl's gleich. Schöne Uni. Was soll denn du? Vorab. Wanawatsu. Paplifa, Inu, Amu. Kenadi. Zamoiza, Spinope. Amadio.
So, jetzt kommen wir zu dem, was ich plane. Wir können ja, nachdem er jetzt stirbt, also wir werden nicht. Wollen wir ihn noch in dem Part? Ich lasse ihn noch in dem Part. Wir werden ihn im nächsten Part sterben lassen. Wir werden es so machen, dass sie dann sich entscheidet, nie wieder mit jemandem zusammenzukommen, also zu heiraten. Wir reden nur von Hochzeit. Aber sie will trotzdem irgendwie noch Liebe haben, aber diesmal eine richtige. Und wer wäre nicht besser als einfach der ihr Boss? Weil er war ja im Endeffekt schon immer da für sie, oder nicht? Und das wäre so cool, wenn die am Ende, also der wird sie halt natürlich unterstützen, der wird sagen, ja, ich weiß, du bist durch so viel Schlechtes durchgekommen und das jetzt hast ein Baby. Und die werden halt zwar nie heiraten, aber er wird mit ihr wohnen und die werden, nee, der wird gar nicht mit ihr wohnen. Sie wird alleine wohnen, aber die werden zusammen sein. Und sie wird mit ihrem Baby natürlich wohnen, aber ja. Und jetzt wird Izumi wieder, mal wieder, richtig durcheinander kommen. Ich glaube, jetzt werden die sich am besten streiten. Das wäre cool. Warte. So, wir sind wieder hier. Izumi ist noch nicht da, aber ich glaube, ich habe jetzt seinen Namen auf die Schnelle geändert, also Markus Gut. Und wir machen jetzt am Ende nochmal ein Foto von ihm. Das sind, wie es gibt. Oh, come on. Hier hingehen. Hier hingehen. Es gibt in der Nähe mehr als genug Sims. Und was willst du? Ein Haus im Wert von 300. Diggi, du hast in einer komischen Wohnung gewohnt und du willst ein Haus so teuer haben? Alles klar. Ich sag leider lieber nichts. So. Wir machen das mit dem Streit jetzt im nächsten Part mit Izumi. Sie wird ihre Mom anschreien, dass sie. Wie kann sie jetzt auf einmal nach dem Tod von Jimin zurückkommen und auf einmal wieder einen Ehemann haben und zusätzlicher, genau, und zusätzlich schwanger sein? Du kommst doch gar nicht klar mit uns und es kommt auch natürlich mehr. Ah, wir haben Selfies mit ihm. Stimmt, das können wir noch machen. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Hier, dann. Ja, in Dings, nicht Creative Sim-Modus, in. Huhuhu, Freundchen, du fühlst dich hier, Alter. In Baumodus mache ich das größer, dann haben wir doch ein Bild. Okay, finde ich auch nicht schlimm, das habe ich komplett vergessen. Ja, aber. Zum Streit kommt es, wie gesagt, im nächsten Part. Zum Casting kommt es auch im nächsten Part erst. Das Spiel buggt wieder. Das machen wir auch schon mal. Rahmen, Schwarz, Filter, Schwarz-Weiß. So, dazu kommen wir im nächsten Part. Ich beende diesen Part aber jetzt und hoffe, dass dieser euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Und wir sehen uns dann nochmal, Wiederholung, im nächsten Part. Bis dahin und tschüss!